know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Und damit willkommen zu Layers of Fear. Ja, Freunde, im Rahmen des Adventskalenders spielen wir mal wieder Layers of Fear. Allerdings nicht so wie im Let's Play. Wir haben diesmal etwas ganz Besonderes vor. Also nicht abschalten, beziehungsweise falls ihr das Grundspiel von Layers of Fear nicht kennt, dann solltet ihr unbedingt das Let's Play nachholen, denn es ist eins der besten Horrorspiele der letzten Jahre, wie ich finde. Und dieses Spiel hat noch eine Kleinigkeit zu bieten, was ich euch bis jetzt noch nicht gezeigt habe. Naja, genauer genommen, im Stream habe ich es schon mal gezeigt. Und ja, manchen fällt es schon auf, da liegt etwas auf dem Boden, was zuvor noch nicht da lag. Kurze Erklärung dazu, wir werden heute den Halloween-Content spielen. Der Halloween-Content ist nur an Halloween und auch noch so ein bisschen im November verfügbar. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr das auch spielen wollt, eure Systemzeit auf den 31.10. bestenfalls stellen. Und nur dann gibt es eine kleine Side-Story, die wir heute gemeinsam uns mal anschauen werden. Damals im Livestream, das war der Halloween-Horror-Livestream, hatten wir das auch gespielt. Ich habe damals gedacht, das ist so ein Beta-Inhalt, der dann verschwunden ist. Aber nein, es gibt ihn immer noch. Und da wir das damals nur gestreamt haben und schon ein paar Jahre her ist, freue ich mich jetzt umso mehr, es mit euch nochmal erleben zu dürfen. Und nun schauen wir uns das Ganze mal an. So, runter zum Keller, am dunklen, stürmischen Tag. Unsere drei kleinen Gauner wollen schauen, wer es wagt. Ja, die drei kleinen Gauner, schaut's euch an. Ich habe schon mal hübschere Kinder gesehen. Aber na gut, wollen wir doch mal dem Hinweis folgen und anstatt das normale Spiel zu beginnen, in den Keller gehen. Für gewöhnlich, wie gesagt, liegt diese Zeichnung und der Hinweis dort nicht. Und für gewöhnlich könnte man auch gar nicht in dem Keller eine gewisse Tür öffnen, die uns jetzt aber zugänglich ist. Da hinten ist sie. Da erwartet uns der Halloween-Content. Alles andere ist normal. Und man könnte es ganz normal spielen. So, ich hoffe, ihr habt gerade keine Störgeräusche. Ich muss nämlich mein Mikrofon ein bisschen... Moment. So. Ja, Mikrofon schön an meine Fresse und dann kann es auch weitergehen. Also, diese Tür lässt sich jetzt öffnen. Da sind wir nun in diesem Raum, in dem es auch kein Entkommen mehr gibt. Das ist ein Witcher-Brett oder auch Hexenbrett, sonst wie genannt. Ihr kennt es bestimmt aus zahlreichen Filmen oder sonst wie was. Es ist dafür da, um mit Geistern zu kommunizieren. Wer dran glaubt, schön. Wer nicht dran glaubt, auch schön. Ich persönlich halte von so Dingen nichts, aber es ist eigentlich eine nette Spielerei. Eine nette Spielerei wird es nun auch in diesem Spiel sein. Wir gucken uns jetzt aber erstmal grundsätzlich hier um. So, hier ist schon mal nichts, okay. Hier ist eine Zeichnung, okay. Seite 7. Und da sagte Gale in einem Hauch, da ist ein Geisterbrett. Los, kommt her, wir probieren es aus. Es wird schon nichts schief gehen, wie sollte es auch? Okay. Schauen wir mal weiter. Die drei Kids haben offenbar auch mit dem Geisterbrett gespielt. Hier ist eine weitere Seite. Muss ich mich wohl ducken? Es geht. Runter zum Keller am dunklen Stürm. Okay, das ist die Seite. Seite 2. Seite 1 fehlt mir dann aber auch noch. Mal abwarten. Hier. Das wird wohl Seite 1 sein, sozusagen das Cover. Wenn ich da unten auf den Pfeil drücke, dann... Ach ja, dann kann ich durchswitchen. Ach nee, da waren vorhin schon weitere Bilder drin. Ich verstehe. Kommt, kleine Schätzchen, hört, wie ich es erzähle. Von drei neugierigen Kindern, Bobby, Sue und Gale. So, die kennen wir schon.
umgeben im Dunkel so tief wie die Nacht. Sie sahen ein Funkeln, das warme Helle bracht. Okay, dann haben wir leider noch einen Sprung, aber Seite 10 haben wir auch schon. Ich weiß was, rief Sue aus, als erste der Gruppe. Ich möchte wunderschön sein, wie eine Porzellanpuppe. Okay. Und das sind alle Seiten, die wir momentan haben. Okay, das bleibt hier liegen. Können wir uns die Sammlung immer wieder reinziehen, sozusagen. Okay, noch werden wir nicht am Hexenbrett rumspielen. Ich bin heute irgendwie mit meiner Konfiguration nicht so ganz zufrieden, aber na gut. So. Gucken wir mal uns noch ein bisschen um. Ist das wirklich alles? Oder sollten wir uns jetzt langsam mal dem Brett widmen? Ich denke ja. Ich sehe gerade nichts mehr. Doch, da liegt noch eine Seite. Da entschied unser Freund Gale sich, er entschied zu fliehen. Eine sinnvolle Wahl, ihr werdet es verstehen. Das ist Seite 12, also irgendwas muss dann passiert sein. Wie kann ich mich nochmal ducken in diesem Spiel? Ich kann mich nicht ducken anscheinend. Vielleicht geht das hier speziell nicht. Oder so, keine Ahnung. Na gut, vielleicht muss ich mich auch gar nicht ducken, ne? So, kann es sein, dass die Seiten hier immer wahllos erscheinen, wenn ich eine weitere aufnehme? Ich gucke deswegen gerade nochmal. Vielleicht habe ich sie bis dato aber auch übersehen. In der Schublade ist nach wie vor nichts. Okay. Okay, okay, okay. Da ist jetzt auf jeden Fall noch nichts passiert. Gut. Wir haben hier ein paar Hinweise, ne? Wir können ja mal versuchen, an dem Hexenbrett rumzuspielen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau, was wir eingeben müssen. Ich weiß damals, als wir das erste Mal da waren, konnten wir letztendlich unglaublich viele Wörter eingeben und es ist einfach passiert. Ich glaube, wir hatten im Stream circa 2 Stunden Spaß nur allein mit diesem Brett. Aber ich glaube, jetzt müssen wir erst noch diese Side-Story fertig auflösen. Wir haben einen Hinweis ja bekommen von wegen eine Puppe, ne? Ich werde einfach mal probieren, indem ich Doll eingebe. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von den Dutzend Wörtern, wo was passieren kann. Wir schauen jetzt einfach mal. Okay, wenn so ein Geräusch kommt, dann wird wohl nichts passiert sein. Wir gucken uns um. Es ist nichts passiert. Okay. Wie wär's? Wir sind ja hier eingesperrt und eventuell wollen wir hier auch wieder raus, ne? Wir könnten ja mal... Eine Sache fällt mir gerade ein, aber das mache ich nicht. Wenn ich jetzt Exit eingeben würde, dann würde sich das Spiel einfach schließen. Das weiß ich noch ganz genau. Das mache ich jetzt nicht, sonst kann ich mit meiner Aufnahme da wieder rumfuschen. Nein, wir wollen ja auch gar nicht raus aus dem Spiel, aber wir wollen raus aus diesem Raum nicht. Deswegen, ich schreibe einfach mal Door für Tür. Ich hoffe, es ist auch noch so, dass man es auf Englisch schreiben muss. Nicht, dass es... ne? Aber ich denke schon. Ja, man muss es bestimmt auf Englisch schreiben. Dann versuchen wir mal, dass die Tür sich öffnet. Mit Open vielleicht. Open. Open Door vielleicht eingeben. Nee, auch nicht. Okay. So was, wir schreiben mal sowas. Wie wäre es mit Ghost? Denn darum geht's doch, oder? Interessant. Jetzt ging, Ghost. Jetzt ging automatisch das Ding auf No. Was ist denn das da eigentlich für ein Symbol da oben? Achso, das ist so ein Stern, okay. Jetzt ging es automatisch auf No. Na, Motto, hier gibt es keine Geister. Soll ich das glauben? Niemand. Wir wollen es voll wissen hier, ne? So, schaut's aus. Oh mein Gott. Wir haben einen... Wow! Was für einen krassen Dämon wir doch herbeigeschworen haben. Anscheinend gehen die Spielereien jetzt doch schon. Okay. Schade, im Livestream, ne, konnte ich immer die Vorschläge der Zuschauer eben machen. Aber eigentlich, die Geschichte dieser drei Kinder, das geht auch noch weiter, meine ich. Wir müssen nur vielleicht die richtigen Schlüsselwörter finden. Was ist mit Gale? Erscheint der vielleicht, wenn ich ihn eingebe oder irgendeinen Hinweis... Nichts, okay. Es ist hier relativ dunkel. Kann ich vielleicht... ich versuche mich auch noch so zu erinnern. Ich meine, wir hatten es irgendwie... wir haben es irgendwie heller gemacht und dunkler einmal. Vielleicht... Ich gebe mal Bright ein. Bright. Hier passiert nichts, okay. Wenn ich...
ja nicht hell eingeben. Hell. Auch nicht, okay. Dark. Dark. Ja, wer hätte es gedacht? Jetzt ist es doch ein bisschen dunkler. Und es wird wieder hell. Es ist sehr schön, sehr schön. Wie wäre es mit einer Katze? Es ist was passiert. Ah, wie geil! Ich liebe diese Spielereien. Ich. Wow. Böse Katze aus. Ist eine ganz böse Katze. Oh, bleibt die jetzt bei mir? Die geht gar nicht mehr. Das finde ich ja toll. Oh, wir werden so viel Spaß haben. Mir macht das Spaß. Weißt du, brauchen wir noch einen Hund, finde ich. Einen Hund, bitte. Oh oh. Oh mein Gott, was bist du für einer? Nein, 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 nein. Friss mich nicht. Der Hund bleibt jetzt hier. Hallo. Jetzt sieht er gar nicht mehr gruselig aus. Na, bist du ein braves Hündchen? Oder willst du einen Knochen? Du kriegst einen Knochen, komm. Wenn es das Brett erlaubt, kriegst du einen Knochen. Es ist halt eine absolute Spielerei, ne? Ich wollte es halt mal gezeigt haben in diesem Art Spezialvideo. Okay, dann halt nicht. Hund, wo bist du hin? Okay, was können wir noch eingeben? Lass uns mal cool sein und clever und so. Wer weiß. Nee, okay. Wie heißt der Entwickler? Wie heißt... Ich gebe mal 4 ein. Oh mein Gott, hallo, 4. Wow, yo, alles klar, warum gebe ich auch so einen Scheiß ein? Na, Kumpel? Hast ja ganz schöne Guckerlis da. Wenigstens wird es dann nicht dunkel. Okay. Ratten bestimmt. Oh, wie süß. Schaut es euch an. Wow. Oh, und gleich eine Rattenfalle, die es ja auch hier zuhauf gibt. Können wir uns sogar angucken. Ja, haben wir toll gemacht, ne? Four way. Eine Trap. Ja, tut mir leid, Ratte. Die Idee. Vielleicht geht das. Music. Es ist nämlich sehr ruhig hier drin. Dankeschön. Ist doch schon viel besser. Ja, aber es hilft uns noch nicht so wirklich weiter mit denen. Vielleicht brauchen wir irgendein Schlagwort. Come little darlings and hear the tale. Decor. Children. Children können wir mal eingeben vielleicht. Basement, Dark Stormy Day, a little rascal changes the stray. Ich lese das extra auf Englisch wegen Schlagwörtern vielleicht. Light. Light haben wir, glaube ich, noch nicht probiert. Spirit. Vielleicht muss ich Spirit eingeben. Komm, let's try it out. What could be... Ja, aber was haben sie ausprobiert? Ich hätte halt... Da haben wir halt leider einen Punkt. Make me a pretty as porcelain... Ach, vielleicht muss ich Porcelain Doll schreiben. Warte, wie schreibt man das? Porcelain Doll. Aber das passt nicht rein wahrscheinlich, ha? Aber das können wir mal probieren. Anderen Hinweis haben wir ja nicht so wirklich. Gucken wir mal, ob es reinpasst. Aber das wird nicht reinpassen. Zumindest nicht beide Wörter. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig schreibe. Porcelain. Doch? Okay. Das war wohl das Wichtige, damit die Story weitergeht. Porcelain Doll hat zwar nicht gereicht, aber durch Porzellan erschien eine neue Tür. Genau, daran erinnere ich mich nämlich auch noch. Nachdem wir rumgespielt haben, jetzt mal wieder ein bisschen die Side-Story voranbringen. Hier knarzt es am Boden. Man weiß nicht genau, warum. Ja gut, wenn man sich das so anguckt, jetzt sieht man es besser. Was ist denn hier passiert, bitte? Oh Gott, die Porzellanpuppe. Davor sind die Kinder wohl geflohen. Das sieht ja ganz schön krank aus. Will ich da rein?
Oh mein Gott, wir gehen mal hin, ne? Hallo? Es passiert nichts. Es ist nicht gerade schön anzusehen, aber hier sind weitere Seiten. Doch während die Buben Strohhalme ziehen wollten, ging Su schon zum Licht hin. Ein Dummchen, das war sie. Zum Licht. The Light. Okay, haben wir noch mehr? Ja. Auf einmal, ganz plötzlich, der Raum ward getaucht. Im warmgelbes Licht, im Kreise gemeinsam, da fanden sie sich. Okay, ich glaube, das sollten wir mal versuchen einzugeben. Licht habe ich ironischerweise jetzt nicht eingegeben bisher. Haben wir hier noch mehr? Was macht denn das Auge da bitte? Was soll denn das? Okay, wir gehen besser. Ich hoffe, ich darf überhaupt gehen. Geben wir dann mal Licht ein. Moment. Oh Gott, was siehst du denn aus? Als die Schreie erloschen, war Susan nicht mehr. Nur Porzellanscherben neben Blut und Gedärm. Rein tut sie es nicht ganz. Das Kellerfenster. Sollten verhelfen zur Flucht. Ich passe nicht durch. Wie ich es wünschte, ich würde. Genau, das hatte ich nämlich noch in Erinnerung mit einem Fenster. Escape könnten wir auch mal eingeben. Oder Basement Window. Das wird wahrscheinlich zu lang sein. Aber Escape ist ein gutes Schlagwort. Oh Gott. Ich gehe dann mal, ja? Ich glaube, wir haben jetzt genug Schlagwörter und versuchen zu gehen. Oh, es geht sogar. Wahnsinn. So schnell zurück zu unserem... Oh Gott. Warum gucke ich da auch nochmal hin? Okay. Ach, die Tür ist jetzt verschwunden. Ne? Das ist ja rosig. Gut. Wer hat schon die Tür da hinten gebraucht? Die ging eh nicht auf. Ups. Ach so. Ja, sorry. Also ist das jetzt... Ach, ich sag... Gehst du noch auf? Nein, jetzt ist sie wieder zu. Alles klar. Okay, probieren wir es mal. Also probieren wir es erstmal mit dem Light. Das war eigentlich ein gelbes Licht. Vielleicht auch Yellow Light, aber das passt wieder nicht rein. Light. Ah, ja. Ja, jetzt ist halt hell, ne? Das Gegenteil von Dark. Wer hätte es gedacht? Okay, dann jetzt bitte nochmal Window. Vielleicht geht es ja erst jetzt, damit man es sich halt nicht vorne weggenommen hat. Das könnte natürlich auch sein. Nein, es geht nicht. Gut, dann Escape wäre noch ein Schlagwort gewesen. Oh ja, ist das wirklich unsere Escape-Tür? Wir gucken mal. Ja, ich kann verstehen, dass man durch das Fenster nicht unbedingt durchpasst. Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob wir es jemals durchgeschafft haben. Ich glaube, wir haben es gar nicht geschafft, weil wir die richtigen Schlagwörter nicht mehr gefunden haben. Aber das hier war auf jeden Fall das Letzte, was ich noch definitiv weiß. Klingt ja beruhigend hier. Hallo? Okay. Das endet wohl nicht, oder? Können wir wirklich aus dem Fenster fliehen? Das ist doch Lug und Trug hier. Können es natürlich probieren, aber auch wir werden da scheitern. Wir kommen da noch nicht mal hoch. Wir kommen da nicht einmal hoch. Hier hat es jetzt aufgehört. Da liegt ein Teil einer Puppe schon wieder. Na, ganz toll. Jede Menge Zettel, aber kein Zettel, der uns interessiert. Nee, da kommen wir nicht hoch. Da bräuchten wir schon ein großes Fenster. Ist hier sonst gar nichts? Ich meine, nicht mal ein Hinweis auf neue Geschichten. Das glaube ich irgendwie nicht. Hier in der Ecke ist nichts. Auch mal in der Mitte gucken. Da könnte man ja leicht was übersehen. Ein wichtiges Blatt. Aber nee, man sieht auch nicht wirklich irgendwo eine Zeichnung oder so. Das sind alles nur so ganz random Blätter. Wie gesagt, ich komme da nicht hoch. Das ist jetzt beunruhigend, dass ich hier nichts Neues finde. Ja, ich glaube genauso. Das Problem hatten wir damals im Stream auch. Aber mal gucken. Vielleicht finde ich noch was. Ja, da. Ah, da ist eine Schublade.
Und da ist die nächste Zeichnung drin. Okay, gucken wir mal. Als Sue das Brett anfasst, ein Geist prompt erscheint. Hallo, meine Lieben. Kommt, fürchtet euch nicht. Kommt alle vereint. Spirit. Okay, wir müssen echt mal das Wort Spirit ausprobieren. Hello, my darlings. Come have no fear. Okay. Sieht ja sehr vertrauenserweckend aus. Doch wählt besser weise. Denkt besser gut nach. Was auch immer ihr wünscht euch. Ich mache es wahr. Ja, das haben wir schon ein bisschen rumprobiert mit, ne? Katze, Hund, etc. Okay, Wish wäre vielleicht auch ein gutes Schlagwort und das war's auch schon. Okay, wir haben also das Wort Spirit und Wish. Gucken wir mal. Ja, das war auch das, was wir brauchten. So, versuchen wir es mal erst mit Spirit. Auch wenn das ganz schön creepy aussieht, aber gut. Das könnte eventuell auch schon das Ende der Geschichte sein. Ich bin mir nicht sicher. Es passiert nichts, wenn wir Spirit eingeben. Das ist ja interessant. Dann lasst uns mal mit einem Wunsch probieren. Passiert auch nichts. So, ich bin zurück und ich habe hier eine schöne Liste im Internet gefunden, die wir jetzt einfach mal ein bisschen durchprobieren können. Ob es einen Storyweg da nach draußen gibt, das weiß ich noch nicht. Das werden wir aber herausfinden, weil die oberen, die haben wir schon probiert. Das wäre nämlich... wobei, wir haben Game noch nicht eingegeben. Da wird ja noch ein Storyroom kommen. Das müssen wir dann gleich mal ausprobieren. Aber Escape und Porzellan haben wir ausprobiert. Und dann gibt es noch ein paar random Dinger. Zum Beispiel ganz klassisch. Oh, den kennen wir natürlich schon. Ich glaube, das würde auch kommen, wenn wir Devil oder so eingeben würden. Oh, aber da hätten wir noch was Schönes. Probieren wir mal Folgendes. Oh yeah, natürlich. Sowas habe ich mit Picture eigentlich schon versucht zu bekommen. Aber nein, wir mussten einfach nur Art eingeben. Schick, schick. Ja, so einfach verziert man sich den Raum. Naja. Okay, nächstes. Huch, sollte man das so hin? Da komme ich auch besser ran. Oh, das könnte natürlich auch interessant werden, wenn wir jetzt einfach... Vorhin ging es mir noch im Kopf rum, weil es war ja auch Teil der Geschichte, wenn wir im Basement einfach mal Basement eingeben. Was passiert dann? Oh yeah, wir sind wieder im Flugmodus hier. Sehr schön. Kennen wir noch aus dem Grundspiel. So, dann gab es auch noch was Interessantes. Damals hatten wir halt keine Listen da aus dem Internet. Da hat es viel mehr Spaß gemacht, das selbst so ein bisschen zu... Oh Gott, nein! Nein! Der Klassiker. In Horrorspielen oder Filmen. Hallo? Oh, da hätten wir jetzt einen richtig fiesen Jumpscare einbauen können. Aber so ist es auch creepy. Oh, da ist ein Messer. Ja, da kann man sich natürlich vorstellen, was hier abging. Ich glaube, wir machen das schnell wieder weg. Probieren wir es mal mit... okay, Prush ist das nächste Wort. Ist dann sowas ähnliches wie bei Art. Ja, offensichtlich. Ist es anders wie das letzte Mal? Ich bin mir nicht sicher. So genau habe ich mir die Bilder auch nicht angeguckt, aber gut, auch egal. Dunk Ham Cat haben wir ja schon ausprobiert. Child. Stimmt, mit dem Gedanken habe ich auch noch gespielt, dass wir das eingeben. Ein Kind. Ja, danke. Einer hätte gereicht. Ja, du bist lustig, ja. ja, nein. Okay, okay, nächstes. Ich merke schon, das ist alles alphabetisch geordnet aus meiner Liste. Probieren wir den Block. Ja, wer hätte es gedacht, was dann erscheint, ne? Wie viel Uhr haben wir? Aha. Okay, alles klar. Hm? Du tickst jetzt aber komisch.
Mensch, die Zeit fliegt nur davon. Das kenne ich auch, wenn ich aufnehme. Ja, schön für dich, werte Uhr. Ich werde dann schon mal, während du tickst, das nächste eingeben. Da hätten wir zum Beispiel... Oh, eigentlich sehr, ein sehr spannendes Schlagwort. Da muss ich genau gucken, wie man es schreibt. Dafür tue ich mich nämlich gerne. Okay. Ja, alles klar. Natürlich. Oh, wie geil. Das sind so geile Ideen dabei. Okay, das sah jetzt richtig cool aus. Okay, Dark hatten wir schon. Darkness ist das gleiche. Daughter ist sowas wie Child. Können wir auch lassen. Death gibt es, dann sterben wir. Das will ich jetzt auch nicht unbedingt eingeben. Devil ist auch dieser Demon Teddy Bear. Dog haben wir schon gemacht. And, kommen wir... Moment. Takes you out of the room and ends... The Game, ja, das ist das, was... Ne? Exit ist das gleiche wie End, das, sowas geben wir nicht ein. Okay, nächstes Wort wäre dann Face. Gitti, 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 gitti. Oh nein, du bleibst... Und ich sterbe dadurch? Ne, ich dachte schon, der kippt jetzt um. Auch verständlich bei so einem Anblick. Okay, okay, Moment, wo waren wir denn? Halloween haben wir probiert. Oh. Das müssen wir auch mal ausprobieren. Hallo Gott. Ach Gott, ist Cthulhu. Wusste ich noch gar nicht. Gut, dass wir das geklärt haben. Alles klar. Okay, ich werde jetzt nicht alles eingeben. Es gibt echt noch einen Haufen Schlagwörter. Jetzt nur noch das, was sehr interessant klingt. Lovecraft kann man noch eingeben. Light kennen wir schon. Layers. Layers sollten wir mal ausprobieren. Das interessiert mich. Haha, geil. Sehr cool. Okay. Was haben wir noch? Die Küche. Sollte auch gehen. Die ist mir auf jeden Fall bestimmt lieber wie das Badezimmer. Wow! Oder vielleicht auch nicht. Ja, danke auch. Gut, das war eine doofe Küche. Mythos wäre wieder Gott. Music haben wir ausprobiert. Maus ist das gleiche wie Ratte. Melt. Sollten wir mal testen. Melt. Der Tisch. Noch was? Ja, ist okay. Jetzt haben wir halt einen schwarzen Tisch. Ich meine, warum auch nicht, ne? Schön. Okay, Moment, was haben wir noch? Kid, haben wir... Ja, das ist das gleiche wie das andere. Wie Child. Head, wird wieder so ein Gesicht kommen. Das brauchen wir auch nicht. Pumpkin ist das gleiche wie Halloween. Satan ist wieder der Dämon-Teddybär. Wir können eine Woman... Oh, eine Woman machen wir uns mal schnell noch. Wahrscheinlich wird es keine hübsche Woman sein. Hallo. Mensch, jetzt... Oh! Naja, okay, das hätte ich mehr. Ja. Wisst ihr, ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich mir die Frau mal von nahen angucken. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass sie mich angreift. Ups. Und wir sind wirklich mal gestorben. Ja, das kann auch passieren. Hey, wo bin ich? Hey! Wo bin ich? Bin ich jetzt im Story-Game auf einmal gelandet oder was? Nein, alles gut. Wir sind wieder da, wo wir hingehören. Aber gut, ich wollte gar nicht mehr so viel ausprobieren. Der Rest
of the page. Oh, ja gut, die Story müssen wir halt noch fertig machen. Wein. Ein Wein können wir uns noch gönnen, oder? Ach du trinkt es ja gleich selbst. Oh mein Gott, die Steuerung ist invertiert. Und zwar komplett. Sowohl Tastatur als auch Maus ist alles falsch rum. Okay, jetzt ist wieder normal. Oh Mann, was für ein... Was für eine Spielerei, ey. Okay, Y für auch Woman, Trap, die Rattenfallen, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und das war's. Eine Sache will ich auch noch ausprobieren. Bei der normalen Liste, nämlich Magic. Das klingt noch interessant. Ach du holy shit. Ja, was übrig blieb, war der Partyhut. Yo, okay, gut, dann lasst uns jetzt zum Abschluss langsam die Story mal fertig machen. So, round on the pages. Ach nee, da sieht man, wo die Pages sind. Ach ja, wo ist denn Seite 4? Chest on the right. Ach, da waren wir noch nicht. Escape, Porzellan, genau. Es gibt ja noch ein Wort, das wir nicht eingegeben haben. Nämlich Game. Schlicht und ergreifend, auf sowas kommt man anscheinend nicht. Game. Okay. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich glaube, das kenne ich jetzt nicht. Oh Gott. Okay, und hier sollte Seite 4 drin sein. Jawohl. Was ist das? Fragt Gale. Unser schlachsiger Schatz. Ich gehe schauen, ihr anderen bleibt auf eurem Platz. Rief der mutige Bobby. Und genauso mutig werden jetzt auch wir sein. Jetzt werden wir endgültig wissen, vor was sie fortgerannt sind, wahrscheinlich. Oh Gott. Ist nur eine Puppe, oder? Was habe ich getan? Oh Gott. Diese Lache, ey. Hat sich das gerade verändert? Soll ich nochmal hin? Oh Gott. Ja, das ist echt creepy jetzt. Ich gehe dann mal, ne? Tschüss. Diese Lache. Okay. Ja, mach mal schön die Tür zu. Ja. Okay, Leute, das war's. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Halloween-Content-Ausflug gefallen. Ich finde es eine ganz nette Spielerei auf jeden Fall. Ich werde das Spiel jetzt beenden. Und in dem Sinne wünsche ich euch was. Viel Spaß auch mit den weiteren Projekten. Morgen dann natürlich ein anderes Spiel, das sich wahrscheinlich wieder über mehrere Parts streckt. Gucken wir mal. Und in diesem Sinne, bis dann. Macht's gut. Euer John McCloud.